Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Ausbildung in Pflegeberufen im Krankenhaus. Solche Frauen und Männer werden in Deutschland ja dringend gesucht und viele Schulabgänger fragen sich, wie denn die Ausbildung zu einem Pflegeberuf wohl aussehen könnte. Der Asklepios-Konzern ist einer der größten Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche und bildet seinen Nachwuchs selbst aus. Und für die Asklepios-Kliniken in Bad Wildungen in Nordhessen ist ein übergreifendes Ausbildungsteam zuständig. Hier bei mir ist jetzt André Fries. Er ist Leiter des Ausbildungsteams für Pflegeberufe an den Asklepios-Kliniken Bad Wildungen. Und Dorothea Siegfried, sie ist Praxisanleiterin im Ausbildungsteam. Schön, dass Sie beide da sind. Gerne. Dieses Ausbildungsteam, ich glaube, Sie nennen das A-Team, oder Herr Fries, was ist denn das? Richtig, wir nennen das auch A-Team. Ja. Ausbildungsteam ist sozusagen eine eigenständige Abteilung, bestehend aus aktuell 7 freigestellten Praxisanleiter. Freigestellt bedeutet, wir sind nicht im Dienstplan auf den Stationen eingeplant, sondern sind wirklich freigestellt, um Auszubildende in der Praxis anzuleiten. Ja. Für welche Häuser sind Sie zuständig? Bad Wildungen arbeiten wir in 2 Häusern. Das ist einmal die Stadtklinik und einmal neurologische Reha-Klinik Fürstenhof. Ja, jetzt war da also schon von Praxisanleiterinnen die Rede. Das ist ja im Grunde genommen Ihre Profession, Frau Siegfried. Was macht man denn da normalerweise? Also man arbeitet mit den Auszubildenden im ganz normalen Schichtdienst. Wir machen die Anleitung im Frühdienst in der Regel. Das ist vorab schon geplant, mit den Stationen abgesprochen und man trifft sich zum Frühdienst, bekommt die Übergabe auf der Station und dann überlegt man, was hat man für einen Auszubildenden, was hat er für Aufgaben zu lernen und nimmt vielleicht ein Zimmer oder 2, je nachdem, und versorgt da die Patienten in dem ganzen Dienst. Ah, also nicht nur einmal so kurz zeigen, sondern schon so den ganzen Dienst durch. Richtig. Begleiten die ganze Versorgung einschließlich Visite und Therapien oder Patienten in OP begleiten, ja. Sowas zum Ganz Beispiel. So, wie es der Auszubildende oder die Auszubildende auch braucht, ne? Ganz genau. Und nicht so, wie es dann vielleicht gerade der Schichtdienst erfordert. Also Sie sind für die auszubildende Person da. Richtig. Ja. Ja. Aha. Um welche Berufe geht es bei Ihnen? Was kann man lernen, Herr Fries? Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Das ist die aktuelle generalistische Pflegeausbildung, die wir anbieten. Und auch einjährige Pflegeausbildung zum Pflegehelfer. Ja, diese Pflegefachfrau, Pflegefachmann, also Pflegefachkraft, nenne ich das jetzt einfach mal so. Was ist da die Voraussetzung? Voraussetzung ist die mittlere Reife. Also mindestens 10-jährige Schulbildung oder einen Hauptschulabschluss mit zusätzlich abgeschlossener Berufsausbildung. Mhm. Oder auch einjährige Pflegeausbildung, also Hauptschulabschluss plus einjährige Pflegeausbildung. Und dann kann man auch sozusagen 3-jährige Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann machen. Ja, und ich habe gehört, man kann das auch in Teilzeit bei Ihnen lernen, oder? Wenn man besondere Situationen hat, zu Hause zum Beispiel. Genau, das ist neu an unserem Standort. Seit diesem Jahr bieten wir das an. Eine Ausbildung, eine Teilzeit. Die Ausbildung dauert dann 4 Jahre. Und das Besondere dabei ist, dass die Dienstzeiten sowohl in der Praxis als auch die Schulzeiten oder Unterrichtszeiten sind immer von 8 bis 14 Uhr, sodass die alleinstehende Mütter oder Menschen, die ihre Angehörige vielleicht zu versorgen oder zu pflegebedürftige Angehörige zu versorgen haben zu Hause, doch die Möglichkeit haben, eine Pflegeausbildung zu machen. Neben diesen besonderen Dienstzeiten ist es auch so, dass Wochenenden dann freigestellt sind und auch Feiertage, sodass
ja, die Versorgung zu Hause dadurch immer gesichert ist von den Angehörigen. Und bei dieser einjährigen Ausbildung zum zur Krankenhauspflegehelferkraft, so heißt es, glaube ich, ist die Bedingung Hauptschule, aber man kann ja auch danach noch was noch draufsatteln, oder nicht? Genau, also zum Beispiel die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Also sozusagen das als Schnuppern benutzen, um dann in die dreijährige Ausbildung nochmal einzusteigen. Wird tatsächlich auch oft so gelebt. Ja, wird oft so gelebt, genau. Wir haben ja schon so ein kleines bisschen geredet über die Struktur. Also ich sag mal so, es gibt ja sicherlich, Herr Fries, Theorie und Praxis. Wo ist denn die Theorie? Wo wird denn die gemacht? Genau. Theorie wird bei uns im Bildungszentrum, was bei uns direkt an der Stadtklinik dran ist. Und die Ausbildung ist so aufgebaut, dass man in den 3 Jahren 2100 Theoriestunden hat und 2500 Stunden in der Praxis einen Einsatz hat. Mhm. So ist die Ausbildung aufgebaut. So fast 50-50, noch ein bisschen. Ja. Genau, ein bisschen praxislastiger. Und in welchen Abteilungen werde ich dann auch durch Sie ja dann auch angeleitet? Also wir leiten an in den Stationen von Innerer Medizin, Chirurgie, Urologie, Privatstation und der Neurologie. Das sind unsere Bereiche. Intensivstationen machen wir nicht, die Anleitung. Aber ich glaube, mit Kindern kann ich bei Ihnen auch was lernen, oder? Wir haben keine Kinderkrankenpflege, aber da gibt es Kooperationspartner, wo die Auszubildenden hingehen oder suchen sich ein Haus in der Nähe. Also von uns aus wäre Kassel, wo es eine Kinderstation gibt, ja, und können da ihren praktischen Teil der Ausbildung machen. Das sind ungefähr 3 Wochen Pädiatrie, die die absolvieren müssen. Sie haben ja auch kann auch zum Kinderarzt gehen und das auch da machen. Genau. Und haben Sie nicht auch einen Kindergarten? Kindergarten, bei uns gibt es das Mäusenest. da können auch Mitarbeiter von Asklepios ihre Kinder unterbringen. Und das würde auch zum Pädiatrieeinsatz zugezählt. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die auf ihre ganz besondere Rolle als Anleiterin. Also Sie haben ja eben schon gesagt, das sind ganze Tage, die laufen, sind in der Praxis vor Ort, da wo es brennt, aber nicht als Handreicher, sondern Sie machen mit dem Auszubildenden, der Auszubildenden etwas extra. Gibt es denn, erlebe ich das denn auch klassisch als Auszubildende, dass ich jetzt, dass mir die diensthabende Pflegekraft sagt, hey, mach mal schnell? Also gibt es das auch? Also dass nicht Sie anleiten, sondern ja, jemand auf der Station? Das gibt es natürlich auch. Und im Prinzip haben wir alle das in unserem Vertrag drin, jede Pflegekraft hat den Auftrag, Auszubildende anzulernen. Ja, also genau, damit man auch mal lernt, wie es dann ist, wenn die Aufforderungen und Bitten sehr schnell und kurz angebunden werden, weil es ganz schnell gehen muss. Ne? Das ist ja auch so. Ja. Ich glaube, Sie machen ja noch etwas, nämlich, wenn wir sich jetzt mal uns mal vorstellen, die 3 Jahre gehen dem Ende zu und man muss ja dann auch durch eine Prüfung durch. Da helfen Sie ja dann auch, sich darauf vorzubereiten, oder? Ja, wir haben so spezielle Tage, wo wir praktische Lernstandserhebungen machen. Das heißt, das geht so ein bisschen in Richtung Prüfung üben. Ja. Mhm. Der Auszubildende bekommt in diesen 2 Tagen, die es dann immer sind, 1 oder 2 Patienten, wo er sich mit befassen kann, das Krankheitsbild, den Patienten kennenlernen kann, das auch verschriftlicht. Je weiter die in der Ausbildung sind, erstellen die auch eine Pflegeplanung für diesen Patient oder diese beiden Patienten und werden am nächsten Tag im Frühdienst die Pflege der Patienten übernehmen, ungefähr angeglichen an das, was dann in dem praktischen Examen stattfindet. Also sie müssen die Patienten vorstellen, und man geht dann
zu den Patienten, sie versorgen die und wir schauen quasi, schreiben auch tatsächlich, so wie es im Examen auch stattfindet, immer die Tätigkeit und was uns auffällt. Und ungefähr nehmen wir auch den Zeitrahmen von der praktischen Prüfung, diese 3,5 Stunden. Am Ende gibt es ein Reflexionsgespräch, wo der Auszubildende eine Selbstreflexion macht und wir auch noch eine Reflexion geben. Da gibt es eine Note. Und das lernen die schon in Stufen peu à peu im Laufe der 3 Jahre immer wieder, sodass am Ende auch zum Examen das nichts mehr passieren kann, eigentlich. Der Ablauf ist. Ja, genau. Mhm. Haben Sie ja beide ursprünglich eine Ausbildung zur Pflege hinter sich. Herr Fries, was sollte man mitbringen, um so eine Ausbildung machen zu wollen? Damit meine ich nicht, welchen Schulabschluss, sondern was sollte man im Herzen mitbringen? Ja, die Freude an, ich sag mal, Gemeinschaft mit Menschen, an der Arbeit mit Menschen. Wir haben ja jeden Tag, kann man sagen, lernen wir neue Menschen kennen. Patienten wechseln sich und wir arbeiten oft, die Teams wechseln sich. Ja. Wenn so ein Auszubildender auf der Station eingesetzt ist, bis er das ganze Team kennengelernt hat, vergehen manchmal ein paar Wochen. Das heißt, oft kommt er zum Dienst und da ist wieder neue Person da, mit der er heute arbeitet. Und deswegen, das ist schon mal ganz wichtig. Also Freude an Arbeit mit Menschen und am Menschen. Das ist, glaube ich, schon das meiste, was man das da eigentlich haben muss. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall schon mal. Wobei, ich glaube, man muss sich auch, Frau Siegfried, ein bisschen bewusst darüber sein, dass das ja auch ein Beruf ist, der Leid erlebt und nicht nur die schönen Seiten des Lebens. Und wie können Sie helfen? Man versucht natürlich. Auszubildenden, genau. Ja, richtig. Man versucht natürlich, dass man da langsam darauf vorbereitet wird. Sicher gehören schwere Situationen dazu, zum Leben und auch zum Leben im Krankenhaus. Mhm. Man lässt die Auszubildenden auf jeden Fall nicht alleine, geht mit ihnen, begleitet sie. Man muss auch immer schauen, haben die jetzt auch schon Erfahrung? Manche kommen ja schon tatsächlich aus irgendwelchen Pflegebereichen, die kennen solche Situationen schon, aber dass man immer Unterstützung gibt und Beistand halt. Auch. Ja, also genau, langsam ranführt, ne? Ja, ist, glaube ich, das. Langsam heranführen, das ist ja auch Ziel dieser neuen Ausbildung, dass die Überforderung vermieden wird, dass die Auszubildenden eben nicht alleine da stehen, genau, mit den schwer kranken Patienten zum Beispiel, dass sie da langsam in Kontakt mit treten. Schon reinwachsen, genau. Richtig. Herr Fries, wie sieht das aus mit der Bezahlung? Also lange hat er ja die Pflege nicht den besten Ruf, wenn es um die Bezahlung in der Ausbildung auch schon ging. Ja, genau. Sie haben gesagt, lange nicht. Okay. So sehe ich das auch, dass da sich auch einiges verändert hat im Laufe der letzten, vor allem so 15, 10 Jahre, sodass gerade das Ausbildungsgehalt vom Pflegeberuf liegt der Statistik nach so in den, gehört zu den 3 bestbezahlten Ausbildungsvergütungen, wenn man das so ausdrücken kann. Genau, somit denke ich, dass da sich auch einiges positiv verändert hat. Ja, nun sind Sie ja Ausbildungsleiter, das heißt, Sie sind ja dann auch schon mindestens einmal aufgestiegen. Es bringt mich jetzt auf die Frage, wie man sich denn weiterentwickeln kann in dem Beruf. Ja, gerade im Pflegeberuf sehe ich so, dass es da wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel spezialisieren, genau. Ja. Also fangen wir mal an bei Praxisanleitung zum Beispiel, an Weiterbildung zum Praxisanleiter. Man kann sich zum Bereichs- oder Stationsleiter weiterbilden. Dann gibt es spezielle Fachrichtungen, Abteilung, Intensivfachpflege, Onkologiefachpflege und so weiter. Da gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten,
sich weiterzuentwickeln. Sich weiterzuentwickeln, genau. Genau. Und den Beruf auch immer spannend zu halten, nehme ich mal stark an. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen beiden für dieses schöne Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.